Jetzt geht es erstmal noch ein bisschen hoch am Turm, kleines bisschen Wildwasser fahren, damit da das Gefühl nicht verloren geht. Guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt langsam Ende Januar, genau genommen ist heute der 30. Das bedeutet, mein Wintertraining neigt sich langsam dem Ende zu und wird eher zu einem Frühjahrstraining, nenne ich es mal. Welche Änderung das für mich in meinem Trainingsplan bedeutet, zeige ich euch heute in diesem Vlog. Im Winter bin ich jetzt relativ viel Grundlagenausdauer und Technik gefahren. Jetzt heute steht auf dem Plan kurze Abschnitte auf Zeit. Einfach um jetzt schon mal langsam ein bisschen in die Schnelligkeit und in das Schnelle reinzukommen. Und ich würde sagen, ich fahre mich jetzt noch schnell warm und dann legen wir direkt los. Die Abschnitte auf dem Flachwasser sind jetzt erledigt, waren relativ in Ordnung. Jetzt geht es erstmal noch ein bisschen hoch am Turm, ein kleines bisschen Wildwasser fahren, damit da das Gefühl nie verloren geht. Relativ lala bis in Ordnung. Waren jetzt knappe anderthalb Stunden, das ist völlig ausreichend. Kommen wir jetzt allerdings zu dem Thema, wo ist jetzt der Unterschied zwischen meinem Wintertraining und meinem Frühjahrstraining? Im Wintertraining trainiere ich relativ viel Grundlage, sprich sehr viel Langes und sehr Niederpulsiges, was nicht so anstrengend ist, mit ein, zwei Technikeinheiten. Und da meist größere Veränderungen mit einstreuen. Also sprich, wenn ich nochmal an meinem Vorwärtsschlag etwas verändert habe oder einen Technikkniff mit reinbringe, der sehr schwierig ist, dann tue ich das meist im Wintertraining schon machen. Im Frühjahrstraining jetzt kommt etwas mehr Intensität dazu, sprich, wie man heute gesehen hat, ein bisschen mehr Stoppuhrarbeit, kürzere, intensivere Abschnitte und ein, zwei Techniksachen, die ein bisschen spezieller sind, allerdings nicht ganz so schwierig, nenne ich es mal. Triathlon-mäßig betrachtet ist mein Training jetzt erstmal noch gleich, weil mein Saisonhöhepunkt erst mittig im Sommer ist, während jetzt vom Slalom Ende April schon die Qualifikationen sind. Sprich, ich habe jetzt noch so gute 3 Monate. Das heißt, jetzt im Slalom-Training werde ich schon mehr auf Intensiveres gehen. Und im Triathlon-Training werde ich jetzt erstmal noch weiterhin sehr viel in der Grundlage trainieren, da der Saisonhöhepunkt etwas später ist. In der Praxis heißt das, dass ich im Wintertraining meist 2 längere, sehr untertourige und nicht anstrengende Einheiten gemacht habe. Jetzt im Frühjahrstraining kommt meist immer eine intensive Einheit pro Tag und eine lockere. Und beim Stichwort lockere Einheit würde ich sagen, gehen wir direkt zur zweiten Einheit von heute. Jetzt kommt nämlich schon die zweite Einheit von heute. Ein lockerer Dauerlauf auf dem Laufband. Ich denke irgendwas über 1 Stunde. Mal gucken, wie lang darüber, weiß ich noch nicht genau. Getränkeflasche und Netflix auf dem Tablet sind auch am Start. Von daher würde ich sagen, leg mal los, haben viel Spaß. Thank you.
Das war jetzt gut. Hat richtig Bock gemacht. Auch wenn sich der ein oder andere jetzt vielleicht denkt, wie kann Laufbahn Bock machen? Aber mir macht das immer Spaß, einfach sportlich zu bewegen, ein bisschen an sich arbeiten. Waren jetzt 24 Kilometer, etwas über 12 km/h. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich sehr froh, dass jetzt langsam das Frühjahrstraining wieder losgeht, weil da einfach mal wieder ein bisschen mehr Intensität ist und mal man anders wieder mehr gefordert wird. Also klar, diese langen, hundertourigen Sachen fordern auch, aber das hohe Intensive macht auch immer richtig Spaß. Und das ist ja das, wo es am Ende dann auch im Slalom drauf ankommt. In diesem Sinne beende ich nun auch den heutigen Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video.